like an old fashioned Christmas. The night before it starts gay. Some folks are celebrating while others decorating. Ach ja, die Weihnachtszeit. Welch besinnliche Zeit, welch gnadenreiche Zeit. Das beschauliche Michigan ist allmählich zur Ruhe gekommen und die Menschen finden sich gemeinsam in der warmen Stube zusammen. Mitten in der verschneiten Winterlandschaft steht das Haus der Familie Johnson. Alle Augen sind gespannt auf die beiden Geschenke von Onkel Stuart gerichtet, die für die beiden Johnson-Kinder bestimmt sind. Onkel Stu selbst ist viel herumgekommen in der Welt. In seiner Heimat ist er für seine Schlagfertigkeit und seine außerordentliche Durchsetzungsfähigkeit bekannt. Na, was da wohl drin sein mag, scherzte Onkel und spannt die Kinder auf die Folter. Im Wahn reißen die Kinder das bunte Papier herunter, während ein wenig Schaum vor dem Mund zu sehen ist und... Ein 45er Winchester Repetiergewehr. Der kleine Jonathan Jeffrey Jack Johnson ist ganz außer sich, als er das gute Stück zum ersten Mal in den Händen hält. Auch die Damen des Hauses bekommen eine Kleinigkeit. Mutter und Tochter erhalten von Onkel Stuart jeweils einen Revolver. Die Mutter ist ganz aufgeregt und übt auf der Stelle ein paar Schüsse, was ihr sichtlich große Freude bereitet. Nur die Tochter scheint betrübt, da ihr neuer Revolver nicht recht funktionieren will. Na, wirf die Flinte nicht ins Korn, kleines Kind, tröstet der Vater. Ein paar energische Handgriffe und geschulte Hammerschwünge genügen und der Revolver ist voll einsatzfähig. Nach getaner Arbeit strahlt die kleine Tochter vor Glück. Na, da hat der Vater das Weihnachtsfest noch einmal rechtzeitig gerettet. Und mit so vielen Waffen kann ja nichts schiefgehen. Danke, Santa, das hast du dir gut ausgedacht.